Musica is proudly presented by Rolex. Das ist der besondere Moment. Man steht hinter der Bühne, dann geht die Türe auf, weil sofort die Kommunikation mit dem Publikum da ist. Auf Tournee ist man dann immer gespannt, was die Stimmung ist im Saal. Es ist eine ganz andere Akustik. Dieser Moment, da rauszugehen, ist ja wahrscheinlich wie für einen Sportler in die Arena. Sehr speziell. What does it take to play in one of the world's greatest orchestras? The musicians of the legendary Vienna Philharmonic have devoted their lives to music. They perform over 300 operas and 100 symphonic concerts a year, sharing their art and passion with audiences all over the world. Das, glaube ich, muss eine Berufung sein, so viel Zeit, wie wir mit unserem Beruf verbringen. Kein einziger Tag ist gleich, aber für mich macht es das extra spannend, weil man dann eigentlich nie eine Routine hat. Wir kennen uns auch ganz gut, weil wir wirklich in Wien so viel zusammen zu tun haben, dann auf Reisen. Wir sind eigentlich fast wie eine große Familie. Genau, wenn man einfach fast 24 Stunden zusammen ist, vom Frühstück bis zum Abendessen. Es ist immer wieder schön, auf Tournee zu gehen und unseren eben Orchesterklang mit der Welt zu teilen. Die Harfe ist natürlich im Cargo unterwegs und die sehe ich wirklich erst maximal eine Stunde vor dem Konzertbeginn, wo manche andere Kollegen im Zimmer, im Hotelzimmer einfach üben können, sich einspielen können. Das können wir nie und das macht es manchmal auf Tournee sehr schwierig. Das ist so wie Sport, man müsste eigentlich jeden Tag trainieren. Es ist eher zufällig, dass ich zur Harfe gekommen bin. Ich hatte mit Klavier angefangen, wollte dann im lokalen Orchester mitspielen. Meine erste Wahl war dadurch Klarinette oder Oboe, damit ich mit einem kleinen Kofferchen zur Probe gehen kann. Aber der Dirigent wollte unbedingt eine Harfe und fand, dass ich das spielen sollte. Meine Eltern, meine Familie sind fast alle Flötisten. So ein bisschen ein Familienfluch. Mein Onkel war Flötist, mein Bruder ist Flötist. Also es liegt wirklich in der Familie. Ich war immer umgeben von diesem Instrument. Ja, Alltag ist ein Wort, das ich für mein Leben sehr schwer benutzen kann, muss ich sagen, weil wir eben so vielfältig sind. Wir spielen in der Oper, wir spielen philharmonische Konzerte, wir sind auf Tourneen, dann bei den Salzburger Festspielen. Es gibt Tage, da haben wir Vormittagsprobe, Nachmittagsprobe, Abend noch eine Oper und dazwischen unterrichten viele von uns. Das macht es aber auch so schön und so abwechslungsreich. Just back from tour, Karin is teaching how to prepare for an audition. Dass es wirklich ein großer, großer Farbunterschied wird. Probieren wir mal den Anfang. Ja, sehr schön.
Ich mache eben die Probespielvorbereitung und das ist mir schon ein Herzensanliegen. Ja, das mache ich sehr, sehr gern. Das ist natürlich wichtig, weil das Probespiel ist die Eintrittskarte in unseren Beruf, ins Orchesterleben. Das Spiel wirklich um dein Leben da. Ja, mit viel Vibrato, ganz, ganz auf, hier den ganzen Halsbereich, Kehlkopf. Ich finde, gerade in diesem Probespieltraining versucht man mit dieser Situation umgehen zu lernen, also sich darauf mental einzustellen. Das ist was, was mir die Karin eigentlich immer vermittelt, dass man wirklich, wirklich eben in die Tiefe geht, wirklich das meiste rausholt aus seinem Spielen. Man kann sich das ja vorstellen wie beim Spitzensportler, der am Start steht, der jetzt wenige Minuten Zeit hat, seine völlige Höchstleistung abzurufen. Da muss man mental sich mit dieser Situation auseinandersetzen und auch körperlich. Da heißt es einfach für jeden selbst, auf die Suche zu gehen. Und man kann da als Lehrer nur sowas wie Bergführer sein und die Studenten müssen aber selbst drauf. After years of hard work and dedication, Karin became the first female wind player in the orchestra. Das war natürlich die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Ich bin seit meinem 4. Lebensjahr am 1. Jänner vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, da will ich mal hin, Mama. Und sie hat immer gesagt, ja, ja, schauen wir mal. Natürlich. Mit 23 hat sich dieser Traum dann erfüllt. Das war unglaublich. The musical legacy of the Vienna Philharmonic is handed down from one generation to the next. Its rich heritage is documented in the orchestra's historical archive. Hier ist ein ganz besonders wertvolles Stück von Ludwig van Beethoven. Es handelt sich um einen Klavierauszug zu seiner Oper Fidelio. Und das ist auch eine sehr, sehr seltene Ausgabe. Es gibt, glaube ich, weltweit nur 5 Exemplare. Sylvia Cargill guards this treasure trove. It includes thousands of unique objects, letters and photos. One of its most valuable documents sheds a light on the orchestra's origins. Es schaut nicht spektakulär aus, es ist mehr ein Notizzettel. Aber de facto handelt es sich um das Gründungsdekret der Wiener Philharmoniker aus dem Jahr 1842, verfasst von Otto Nicolai. Und es enthält die wichtigsten Grundsätze, die bis heute noch von den Wiener Philharmonikern gepflegt werden. Die Musiker wählen ihre Dirigenten selbst nach einem demokratischen Verfahren. Und das ist etwas ganz Neues. Die Musiker organisieren ihre Proben und ihre Konzerte selbst und teilen die Einnahmen untereinander auf. The orchestra is still self-governed today, managing its own ticketing, programs and tours. Ich finde in Selbstverwaltung das wichtigste und höchste Gut, das wir haben. Wenn selber jeder mitbestimmen kann, mit wem wir wann, wo, welche Stücke spielen, das war sehr schön. Und natürlich mit 148 Mitgliedern bekommt man 300 Meinungen dann. Das ist eine Herausforderung, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch gut, dass eigentlich jeder Musiker vom Orchester sich verantwortlich fühlt für die Qualität vom Orchester, für wofür wir stehen. Das stärkt natürlich auch ein Gemeinschaftsgefühl und ein Gefühl von Verantwortung und Identität auch. The musicians of the Vienna Philharmonic are also in the orchestra of the Vienna State Opera. They split their time between the pit and the concert stage. Also die Arbeit in der Oper ist für mich mittlerweile was Unverzichtbares geworden. Wir haben wirklich die gleiche Atemführung wie die Sänger und da kann man unglaublich viel lernen. Und ich genieße es einfach auch wahnsinnig. World-renowned tenor Juan Diego Flores values the orchestra's excellence.
Vienna State Opera, and they have to play a lot of different titles. So they need to listen, they need to have this sensibility to follow a singer, to be with them, to breathe with them, and they know how to do this. The singer needs to feel that the orchestra is with you there. The sound that is supporting you comes to you, and you feel emotions also from the orchestra. And this is wonderful. Das in Gemeinschaft zu erleben, das ist wirklich was ganz Tolles. Und jetzt mit den vielen jungen Kollegen und Kolleginnen, die sich da so toll einbringen, das ist das Schönste für mich. Teil der Wiener Philharmoniker zu sein, bedeutet für mich absolut, meinen Lebenstraum zu leben und mit meinem Instrument alle Aspekte des Musikerdaseins abdecken zu können. Musica was proudly presented by Rolex.